Die sogenannte quadratische Ergänzung. Wir haben eben Folgendes gemacht. Wir haben hier geübt und haben einfach mal so eine Art Lückentext gemacht. Die erste Zeile, das war, und hier die dritte Zeile, das waren die eigentlich spannenden Zeilen. Das haben wir jetzt gar nicht so gemerkt, weil man macht sich manchmal so einen Spaß, macht sich so ein Rätsel draus. Das hat aber einen ernsthaften Hintergrund, auf den komme ich später zu sprechen. Wir gucken uns mal an, ich habe mir mal Aufgaben von hier oben geschnappt. Hier, die sind das. Und habe da einfach hinten alles wegradiert, was das B-Quadrat darstellt. Und ich zeige mal anhand dieser ersten Zeile, wie man quadratisch ergänzt. Nehmen wir mal an, das ist jetzt kein Spaß und kein Lückentext, sondern hier steht 9x² minus 30x. Und wir sagen, wir möchten eigentlich das hier draus machen. 3x minus 5 in Klammern zum Quadrat. Wir dürfen nicht vergessen, es ist eine Gleichung. Jetzt steht hier nichts dahinter. Und wir sagen uns, eigentlich müsste, damit ich diese ganze Geschichte einklammern kann, müsste hier eigentlich noch, das mache ich mal in Rot, plus 25 dahinter stehen. Denn jetzt kann ich den gesamten Term auch wirklich hierhin überführen. Also diesen gesamten Term hier, den kann ich jetzt hier einklammern, das geht. Aber es stand keine 25 da. Was muss ich also machen, damit die Gleichung wirklich eine Gleichung bleibt? Wenn ich schon Betrug mache, dann muss ich den Betrug auch wieder aufheben. Das ist praktisch plus 25 minus 25, ist eigentlich nichts passiert. Jetzt habe ich aber das Blaue eingeklammert. Dann muss ich hier auch, damit es eine Gleichung bleibt, die minus 25 dahinter schreiben. Tricky. Gucken wir uns mal die nächste an. Jetzt wissen wir noch gar nichts. Jetzt sagen wir, wie komme ich denn da ran? Schön wäre, wenn ich das einklammern könnte. Ich muss also irgendwie so ein bisschen betrügen. Ich muss noch was dazu erfinden. Fangen wir erstmal so an. Das macht man dann auch so, dass man sagt, also 16x², da mache ich eine 4x draus. Hier drin steckt 2 mal a mal b, also 2 mal linke Seite und rechte Seite. Also teile ich das durch 2, das ist 28. Teile durch x, dann also es ist 28x. Teile durch x, dann ist es 28. Teile nochmal durch 4, dann ist es eine 7. Das Plus kann ich übernehmen und kann sagen, dann steht hier das eigentlich. Achtung, das ist aber Betrug. 7 mal 7 ist 49. Nochmal, jetzt bin ich in der Lage, das hier, dieser gesamte Term, ist das Eingeklammerte. Aber plus 49, das war Betrug. Das habe ich einfach dahinter geschrieben, damit ich es einklammern kann. Also muss ich den Betrug wieder aufheben. Und zwar auf beiden Seiten. Verrückt, ne? So, jetzt macht mal die anderen beiden. Versucht das mal. So, jetzt ist die Auflösung da. Nochmal, ich erkläre an der letzten Zeile nochmal, wie das mit dem Beschiss funktioniert hier, mit dem sauberen Betrug. Also, nochmal. Das Schwarze stand da. Links stand noch gar nichts da. Das Schwarze stand da. Und wir haben ergänzt. Und können das hier, das ganze Ding, einklammern. Faktorisieren, sagt man korrekterweise. So, und da ja plus 4y² minus 4y² gar nicht da, plus 4y² gar nicht da stand, muss ich es, wenn ich es schon ergänzt habe, auch hintenher wieder abziehen, damit das beides wieder Null ergibt. Aber ich muss es auf beiden Seiten tun. Und dann haben wir es. Das ist bloß mal ein schnelles Nebenbei-Übungsvideo für die quadratische Ergänzung. Diese ist in einem sehr ausführlichen Video als Zusammenfassung eines halben Jahres nochmal erklärt worden. Das bloß mal nebenbei. Machen wir noch schnell ein paar Übungchen dazu und dazu Pause. So, jetzt hier wieder neue Übung und ihr bildet praktisch wieder die quadratische Ergänzung. Denkt dran, den Betrug auf allen Seiten entsprechend richtig wieder aufzuheben. Wir sehen uns dann wieder. Also diese Übung, die konnten wir jetzt nicht beenden. Jetzt ist Pause. Wir hören jetzt erstmal auf. Bloß nochmal ganz schnell den Tipp. Hier steht ja 2 mal a mal b. Ich muss durch 2 und durch a teilen, damit ich das hinkriege. Also schreibe ich, wenn ich mal nicht weiterkomme, bei komplizierten, hey, Ausdrücken, schreibe ich hin x Drittel und teile durch 2, das ist diese 2, und teile durch x halbe, also mal 2 x-tel. Wenn ich das jetzt hier kürze, bleibt ein Drittel übrig. Und so weiter und so fort, müssen wir jetzt an der Stelle erstmal aufhören.